Vom Krieg in Syrien zu den Weinbergen der Mosel. Das ist der lange Weg von Ninurta Bano. Vor 3 Jahren flüchtet die aramäische Christin aus ihrem Heimatland und kommt nach Trier. Nun steigt sie ganz offiziell zum rheinland-pfälzischen Adel auf. Die 25-Jährige wird vom Trierer Oberbürgermeister als diesjährige Trier-Olewig-Weinkönigin vorgestellt. Dass eine junge Frau aus Syrien, die vor Krieg geflohen ist, sagt, ich stehe zu diesem Land, was mich aufnimmt und ich möchte dieses Land repräsentieren, diese Stadt auch. Und dann noch mit dem Hintergrund, dass Rieslingwein auch wirklich ein Produkt ist, was in der ganzen Welt genutzt wird. Das passt hervorragend. Man muss nur erstmal auf die Idee kommen. Neben ihrer Ausbildung auf dem Arbeitsamt muss die ehemalige Jurastudentin sich nun auch mit den Feinheiten des Trierer Rieslings bekannt machen. Doch die junge Frau freut sich schon auf ihre zukünftige Rolle als Weinkönigin. Und auch, damit ich auch Danke für Deutschland sagen, weil sie mich aufgenommen haben. Der Weinanbau hat eine lange und lange Tradition in Syrien, aber wegen verschiedener Gründe ist jetzt zum Erliegen gegangen. Aber natürlich, es gibt noch Wein, aber nicht wie hier in Deutschland. Fans hat sie auch schon. Wenn sie sich mit der jungen Dame unterhalten, sie spricht perfekt Deutsch, sie vertritt uns hervorragend. Und wie gesagt, alle, die vielleicht einen Vorurteil hatten, die müssen mal 2 Worte mit ihr sprechen. Und dann sagt man doch sofort, ui. In ein paar Wochen wird Bano auf dem Trierer Weinfest zur Königin gekrönt. Eine erfolgreiche Botschafterin des Trierer Rieslings ist sie schon jetzt.